Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den Fall von Katrin Konert. Ich beschäftige mich in diesem Video erst einmal mit den allgemein bekannten Fakten in diesem vermissten Fall, um euch diese noch einmal in Erinnerung zu rufen. Katrin wird mittlerweile seit über 23 Jahren vermisst. In ihrem Fall gibt es anscheinend keine heiße Spur. Es gibt aber eine vermutlich letzte Sichtung, auf der dann auch einige, sage ich mal, ominöse Theorien und Meldungen aufbauen. Da dieser Fall mit den ganzen Informationen auch zu Katrin selber, dem Umfeld und den Theorien sehr groß geworden ist, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, alles in ein Video hineinzupressen, sondern die einzelnen Punkte Stück für Stück in einzelnen Videos, sagen wir mal, abzuarbeiten, da man ansonsten den Überblick verliert und sich auch bei der Länge des Videos nicht mehr so konzentrieren kann. Es wird in den folgenden Videos unter anderem um einen Motorradclub gehen. Dieser Motorradclub scheint der Ausgangspunkt zu der Beziehung zu ihrem Doppel, zu alten Freund gewesen zu sein. Um eine ominöse Sekte, die immer wieder ins Spiel gebracht wird und mit dem Verschwinden von Katrin zu tun haben soll. Und natürlich geht es dann auch nochmal, zumindest dann am Rande, um diesen Text oder diese Worte, die mit Kreide auf der Bushaltestelle angebracht worden sind. In den Folgevideos werde ich auch viele Theorien und Mutmaßungen aufführen, die ich dementsprechend auch bezeichnen werde. Ich glaube, für diejenigen, die den Fall relativ oberflächlich aus den Medien kennen, wird es da viele neue interessante Punkte geben. Unter anderem wird es auch um Katrin selber gehen. Denn wer war Katrin überhaupt? Obwohl diese Ermittlungen sehr weiträumig gestaltet wurden und in viele Bereiche hineingingen, denn natürlich müssen die Ermittler allen Spuren und Hinweisen nachgehen, so bin ich mir relativ sicher, dass der Täter im engen Umfeld von Katrin zu suchen ist. Und auch der damalige Ermittler Rusche sagte in einem Artikel, dass er davon ausgeht, dass der Täter bereits in den Akten aufgeführt ist. Viele Fälle, so eben auch wie dieser von Katrin, werden mit Dauer oder im Laufe der Zeit blähen die sich praktisch immer mehr auf. Es gibt immer neue Theorien. Und im Endeffekt wird es dann doch wohl so sein, dass die Tat eigentlich nach einem, sagen wir mal, recht typischen Muster erfolgt ist. Und bei dem Ganzen, was ich mir so angeschaut habe und angehört habe, kann ich bisher sagen, dass mir eine Person da mit einem ziemlich großen Fragezeichen offen geblieben ist. Aber dazu werde ich später oder in einem anderen Video kommen. Ich hoffe, die Aufarbeitung dieses Falles, der ziemlich viel Arbeit in Anspruch nimmt, findet großes Interesse bei euch. Denn der Vermisstenfall von Katrin Konert ist ein Fall, den ich seit der ersten Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY absolut nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Und von daher würde ich mal fast sagen, auch eine Herzenssache. Ich hatte bereits im Oktober 2020, also zu meinen Anfangszeiten des Kanals, ein Video dazu gemacht, welches auch viele gesehen haben. Allerdings war es in meiner Anfangszeit damals dann so, dass ich noch nicht so ausführlich recherchiert habe. Und es gibt natürlich viele Punkte, die ich damals außer Acht gelassen habe. Das möchte ich mit diesem Video und den nächsten Videos nachholen. Verschwunden ist Katrin am 1. Januar 2001 und der Fall wurde erstmalig bei Aktenzeichen XY am 8.11.2002 als Filmfall dargestellt. Der Fall trug damals den Arbeitstitel Blitzeis. Am Abend vor dem Verschwinden von Katrin war die gesamte Familie, so heißt es, bei einer Silvesterparty, eben vom Jahr 2000 auf das Jahr 2001. Ich beziehe mich zunächst einmal bei der Darstellung des Falls auf die bekannten Fakten, die unter anderem auch bei Aktenzeichen XY dargestellt wurden. Ja, nach dieser Silvesterparty ist Katrin dann laut der Darstellung die erste, die am 1. Januar wieder fit ist. Und Katrin erhält dann in der Rekonstruktion gerade eine SMS, als auch ihre Mutter aufgestanden ist. Also die ist dann auch gerade aufgestanden und kam in der Rekonstruktion in die Küche. Und vermutlich aufgrund dieser gerade erhaltenen SMS möchte Katrin dann rausgehen. Diese SMS kam von ihrem Freund. Die Mutter ist dann davon nicht begeistert, geht aber nicht weiter darauf ein.
Sie sagt nur, dass Katrin zum Abendessen wieder da sein soll. Katrins Freund, in der Sendung Michael Schaller genannt, in anderen Quellen wird da ein Vorname genannt, Joachim. Und es könnte durchaus sein, dass das dann auch sein richtiger Name ist. Also ich werde ihn jetzt auch weiterhin Joachim nennen. Der Freund von Katrin ist 15 Jahre älter als sie, also doppelt so alt. In der Rekonstruktion heißt es, dass Katrins Vater von diesem Freund nichts weiß. Denn sie hat Angst davor, dass er etwas dagegen haben könnte. Aber ihre Mutter und ihre Schwester ahnen etwas, so heißt es dort. An diesem Tag hat Michael einen Kumpel gebeten, ihn zu fahren. Michael hat zwar einen Führerschein, aber an diesem Tag kein Auto. Die Zeit, in der sie abgeholt wurde, war zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Als die drei im Auto sitzen, fragt Katrin dann, wohin sie denn jetzt fahren. Und Joachim, der Freund, sagt zu mir. Dann will Katrin wissen, was sie denn da machen und Joachim sagt, Video gucken. Davon scheint Katrin in der Rekonstruktion dann nicht so begeistert gewesen sein und meint, das kann sie ja auch zu Hause machen. Aber Joachim meint, dass man nirgendwo hingehen kann, da ja alles zu ist. Und Katrin fragt dann, ob er wenigstens was Cooles da hat, was man sich anschauen kann. Und Joachim meint, natürlich, immer doch. Die Fahrt zu Michaels Wohnung führt von Groß-Gadau über den Ort Klenze in das 12 Kilometer entfernte Bergen an der Dumme. Allerdings verläuft der Nachmittag bei ihrem Freund dann nicht ganz so, wie sich Katrin das anscheinend vorgestellt hat. Es wird dann eine Szene gezeigt, die circa eine Stunde später spielt und sich dann zugetragen haben soll. Joachim sitzt auf einem Sessel vor dem Fernseher, trinkt ein Bier und schaut einen Film, während Katrin auf der Couch sitzt und SMS verschickt. Michael ist darüber etwas genervt, da es ihn ein bisschen beim Schauen des Films stört. Und er will dann wissen, warum sie so viele SMS sendet. Sie sagt ihm, dass sie jemanden versucht zu finden, der sie nach Hause fahren kann, da ihr Freund ja kein Auto hat. Also damit meint sie dann Joachim. Und Joachim meint, dass sich da doch jemanden finden lassen muss. Aber Katrin sagt, nee, eben nicht. Dann klingelt es bei Joachim an der Tür. Es ist anscheinend ein Nachbar, der Joachim dazu auffordert, den Gehweg zu streuen. Denn es hat geregnet oder es regnet und auf den Straßen hat sich Eis entwickelt, der sogenannte Eisregen. Einer der Freunde, die Katrin zu erreichen versucht, wird in der Darstellung Rüdiger Noll genannt. Dieser sitzt gerade mit seiner Freundin im Restaurant und in dieser Rekonstruktion sagt er dann, dass er sie nicht abholen kann und sie soll sich bitte jemand anderen suchen. Nachdem Joachim dann den Gehweg gestreut hat, will Katrin los. Joachim fragt sie dann, ob sie jemanden gefunden hat, der sie fährt. Katrin sagt nein und Joachim fragt dann, wie sie denn jetzt nach Hause kommt. Katrin meint, per Anhalter. Joachim möchte das aber nicht und bietet ihr an, ein Taxi zu rufen und es auch zu bezahlen. Es ist ca. 18.45 Uhr, als sie das Haus verlässt. Der in der Darstellung genannte Rüdiger Noll und seine Freundin sehen Katrin dann kurze Zeit später die Hauptstraße von Bergen entlang gehen. Katrin will zu einer Bushaltestelle in der neuen Straße. Und dort stellt sie bei der Ankunft fest, dass es fast noch eine halbe Stunde dauert, bis der nächste Bus kommt. Da die Wartezeit zu lang ist, entschließt sie sich, es mit dem Treppen zu versuchen. In der Darstellung hält dann ein Wagen an, ein Bekannter. Sie bittet ihn, sie mitzunehmen, aber er sagt, dass er auf die Moni wartet. Sie bittet darum, dass er sie wenigstens bis nach Glänze mitnimmt. Aber er sagt nur, dass das irgendwie nicht geht und dass er sie dann beim nächsten Mal mitnimmt. Und dies ist wohl das letzte sichere Lebenszeichen, welches es von Katrin gibt. Zur gleichen Zeit ist eine Frau unterwegs, die sich in der Gegend verfahren hat und dabei eine Beobachtung macht. Sie wird von einem dunklen Wagen, vermutlich einem BMW, überholt, der vermutlich ein Berliner Kennzeichen hat. Der Fahrer unterhält sich mit einem jungen Mädchen, welches an einer Bushaltestelle steht. Es könnte sein, dass es sich bei dem Mädchen um Katrin Konert handelt. An diesem Abend hatte Katrin ihrer Schwester noch eine SMS gesendet. Darin stand, sie solle Mama und Papa sagen, dass sie zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu Hause ist. In der Nachbesprechung von der Sendung
oder von der Darstellung, ging es dann nochmal um diese Zeugin, die sich der verfahren hat. Und Rudi Zernte meinte dann dazu, dass ihre Angaben wohl doch recht vage waren. Ja, aber um diesen BMW geht es dann in der Folge immer wieder. Das ist so praktisch, sag ich mal, ein kleiner Aufhänger gewesen, wo es dann immer wieder irgendwelche Hinweise darauf gab. Der Fall wurde dann auch nochmal in der Aktenzeichen-Y-Sendung Wo ist mein Kind? Am 30. März 2011 aufgegriffen. Und in dieser Darstellung waren dann auch Ausschnitte aus privaten Videos gezeigt, in denen Katrin zu sehen ist. Es wird wie schon in der Darstellung 2002 auf ihr besonderes Lächeln eingegangen, da dieses sehr positive Energie ausstrahlte und einem sofort ums Herz warm wurde. Ein Video zeigt sie dann zum Beispiel auf dem Sofa sitzen am 24.12.2000, also nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden. Nachdem ihre Schwestern zu Wort gekommen waren, werden dann die letzten Bilder von ihr gezeigt, und zwar von der Silvesterparty im Vereinsheim, also praktisch nur Stunden vor ihrem Verschwinden. In dieser Darstellung gibt es dann ein paar mehr Details. Die Silvesterparty, an der Katrin mit ihrer Familie teilgenommen hat, ging bis tief in die Nacht. Und während ihre Eltern noch schlafen, schickt Katrin ihrem Freund eine SMS. Laut seinen Angaben war dies gegen 14.20 Uhr. In der ersten Darstellung war es ja so, dass sie eine von ihm empfangen hat. Die beiden haben sich heimlich verabredet, und hier wird dann erwähnt, dass die Eltern von der Beziehung nichts wussten, denn der Freund ist 30 Jahre, also 15 Jahre älter als Katrin. Letztmalig sehen sich die Schwestern am 01.01.2001 gegen 14.30 Uhr, da sie sich Klamotten von ihrer Schwester ausleihen will. Der Freund von Katrin wird in dieser Darstellung dann Hansi genannt, aber ich nenne ihn dann weiter Joachim. Sie treffen sich in der Nähe einer Bushaltestelle von Katrins Elternhaus. Aber dieser Treffpunkt, der war wohl doch tatsächlich ein Stückchen weiter von ihrem Elternhaus entfernt, als es eigentlich sein musste. Denn man wollte wohl unbedingt vermeiden, dass eben dort nicht gesehen wird, dass Katrin in diesen Wagen einsteigt. Dazu komme ich nochmal in einem späteren Video. Joachim, Katrin und der Bekannte fahren dann gemeinsam die 17 Kilometer nach Bern an der Dumme. Dann gibt es eine veränderte Darstellung zu den Geschehnissen in der Wohnung von Joachim. Gegen 18 Uhr verschlechtert sich dort die Stimmung, da Katrin fragt, ob er nicht jemanden anrufen kann, um sie nach Hause zu fahren. Und er sagt, er kann jetzt nicht jeden anrufen, denn sie wisse ja, was für ein Wetter draußen ist. Katrin schreibt dann viele SMS, damit sie jemanden findet, der sie nach Hause fährt. Aber entweder haben die Personen keine Zeit oder trauen sich wegen des schlechten Wetters nicht, sie zu fahren. Diese SMS an den Bekannten, der mit seiner Freundin in einem Restaurant sitzt, geht um 18.45 Uhr ein. Und es ist dann 18.50 Uhr, als Katrin in Bern an der Dumme von der Bahnhofstraße über die breite Straße läuft. Dort sieht sie den Bekannten, der gerade mit seiner Freundin aus der Pizzeria kommt. Sie läuft dann weiter zur neuen Straße. Sie geht zur dortigen Bushaltestelle, die nach Groß-Gerlau führt. Zu diesem Zeitpunkt steht bereits fest, dass sie verspätet nach Hause kommt. Aber an diesem Tag fährt kein Bus mehr. In der ersten Darstellung hieß es ja, dass es fast noch eine halbe Stunde dauert, bis der Bus kommt. Und dass sie vermutlich nicht zu lange warten wollte und versuchte zu treppen. In dieser Darstellung hat sie aber keine andere Chance als zu treppen. Gegen 19.20 Uhr hält dann ein anderer Bekannter von Katrin. Dieser Bekannter bietet ihr dann nach seiner Aussage an, sie mitzunehmen. Aber Katrin lehnt ab. Also auch hier eine ganz andere Situation als in der ersten Darstellung. Denn in der ersten Darstellung war es ja so, dass ein Bekannter angehalten hat, den sie dann praktisch angefleht hat, sie mitzunehmen. Wenn er sie auch nur bis nach Glänze mitnehmen würde. Die Frage ist jetzt einmal, ob es in beiden Darstellungen jetzt praktisch derselbe Bekannte war oder ob es unterschiedliche Bekannte waren. Ich muss mir nochmal dann für die Follow-ups diese Sendung anschauen und nochmal genau gucken, wie es sich da verhält. Also in beiden Darstellungen dann hat jeweils einer angehalten von den Bekannten, aber es ergab sich eine komplett andere Situation. In dieser zweiten Darstellung kommt dann der Kommissar Rusche zu Wort und er erklärt,
warum Katrin bei diesem Bekannten nicht eingestiegen ist. Er meinte, das könnte an seiner Fahrweise gelegen haben, dass sie das Angebot von ihm abgelehnt hat. Und diese Begegnung ist eben das letzte sichere Lebenszeichen von Katrin. Also wenn man sich da beide Sendungen anschaut, dann scheint es so zu sein, dass es derselbe Bekannte war, aber eben eine unterschiedliche Begründung, warum sie nicht mit ihm mitgefahren ist. Schauen wir uns diese letzte Situation nochmal an. Katrin ist mit Sicherheit etwas verärgert wegen des Nachmittags, wegen des Verlaufs. Dann gibt es Blitzeis. Es will sie keiner nach Hause fahren. Ihr Freund hilft ihr in dieser Darstellung, nicht eine Möglichkeit zu finden, nach Hause zu kommen. So wird es da auf jeden Fall dargestellt. Also auch wieder etwas anders. Und in anderen Quellen wird diese Situation dann noch einmal anders dargestellt. Und das werde ich eben tatsächlich in einem anderen Video oder in einem der Folgevideos noch einmal darstellen, weil es da wirklich unterschiedlichste Varianten gibt, was da passiert sein soll. Also, es herrscht Blitzeis. Sie ist verärgert und sie muss nach Hause, damit sie zu Hause keinen Ärger bekommt. Dürfte also eine gewisse, ja, sag ich mal, Verzweiflung vorliegen. Man stellt fest, an der Bushaltestelle, es fährt kein Bus mehr. Also muss sie im Prinzip trampen. Und dann hält jemand an, der ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren. Und das lehnt sie ab, weil er eine riskante Fahrweise hat. Würde dann aber lieber riskieren, zu einem gänzlich Unbekannten ins Auto zu steigen. Das ist natürlich so eine Situation, wo es bei mir immer sehr, sehr viele Fragezeichen gab. Und das ist auch eine Situation, auf die ich auf jeden Fall in einem der Folgevideos nochmal eingehen werde. Denn für mich ist dies irgendwo der Schlüsselpunkt des Falls. Die Zeugin, die sich verfahren hat, gibt in dieser Darstellung dann an, dass es sich um einen schwarzen BMW handelt, der sie überholt und an der Bushaltestelle gehalten hat. Sie sieht ein junges Mädchen, zu dem oder mit dem er sich unterhält. Sie kann sich daran erinnern, dass das Mädchen was Weißes getragen haben soll und eine Kette dicht am Hals. Und Katrin trug damals ein sogenanntes Tattoo-Halsband. Die Zeugin hat dann den BMW langsam überholt, als er an der Bushaltestelle stand, kann aber nicht sagen, ob das Mädchen dort eingestiegen ist. Der Kommissar Rusche sagt dazu, dass es die Möglichkeit gibt, dass Katrin in dieses Auto eingestiegen ist. Obwohl die Ermittlungen ergeben haben, dass Katrin nie in ein Auto mit einem unbekannten Fahrer eingestiegen wäre. Aber es sind halt die Wetterverhältnisse zu berücksichtigen, dass sie aufgrund dessen es vielleicht doch getan hat. Nach ihrem Verschwinden in den nächsten Monaten sucht dann die Polizei mit Leichenspürhunden große Teile des Wettlands ab. Es werden auch Hubschrauber eingesetzt und Gewässer werden abgesucht. An Katrins 18. Geburtstag im Jahr 2003 werden 18 Schilder mit Katrins Bild auf der Strecke von Bern an der Dumme bis zu ihrem Wohnhaus in Groß-Gadau aufgestellt. 5 Jahre nach ihrem Verschwinden gibt es dann einen mysteriösen Hinweis und dieser macht Hoffnung. Am 30. Oktober 2006 um 19.59 Uhr klingelt das Handy von ihrer Schwester Mandy. Da meldet sich eine Frau mit osteuropäischem Dialekt und sagt leise: Ich rufe an wegen deiner Schwester. Sie sagt BMW, Schwarz, Hamburg. Und dann endet das Gespräch. Die Ermittlungen der Polizei haben dann ergeben, dass das Telefonat aus einer Telefonzelle in Nürnberg geführt wurde. Es wurde dann versucht, mit den Kollegen in Nürnberg diese Anruferin zu ermitteln, aber ohne Erfolg. Der Anruf erfolgte aus der Telefonzelle an der Leierstraße 138 im Nürnberger Stadtwesten, direkt gegenüber von einem McDonald's-Restaurant. Der Kommissar Rusche sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass diese Person etwas über den Verbleib von Katrin weiß. Und in der Nachbesprechung sagte Kommissar Rusche, dass ermittelt werden konnte, dass mit dieser Telefonkarte, die für den Anruf bei Mandy genutzt wurde, unmittelbar davor für 2 weitere Anrufe eingesetzt wurde. Einmal beim Anruf im Landeskriminalamt in Berlin. Dieser Kollege konnte aber nicht erreicht werden. Und 1 Minute vor diesem Anruf wurde ein Handy angerufen, welches in England registriert ist, allerdings zwangsabgemeldet war. Zu diesem Zusammenhang gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, die im Hobby-Ermittlerteam dann dargestellt wurde. Da geht es um eine
E-Mail und die habe ich mir vorhin mal kurz angeguckt. Und das Ganze werde ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen und werde auch das in einem der Folgevideos präsentieren. Alleine diese E-Mail würde schon normalerweise die Zeit eines kompletten Videos ausnutzen. Deswegen bleibt das jetzt erst einmal außen vor. Und dann gab es im NDR-Podcast dazu noch mal ein paar weitere detaillierte Angaben. Erst einmal der Hinweis, dass der ermittelnde Rüschel bereits 2019 in Rente gegangen ist, also seit 5 Jahren. Aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass er diesen Fall immer noch im Hinterkopf hat und dieser Fall ihn nicht loslässt. Und dort in diesem Podcast wird auch nochmal gesagt, dass sich Katrin mit ihrem Freund und dessen Kumpel zur Abholung um 15.15 Uhr an der Bushaltestelle in Schlanze getroffen hat. Und diese Bushaltestelle liegt aber nicht in direkter Nähe zu ihrem Elternhaus. Die nächste Bushaltestelle wäre 30 Meter neben dem Elternhaus. Und da die Eltern es nicht mitbekommen sollten, wurde eben die andere, etwas weiter weggelegene Bushaltestelle gewählt. Und auch hier gibt es eine ganz andere Chronologie als in Aktenzeichen. Die Familie ist um 15 Uhr zu Mittag und macht danach einen Mittagsschlaf. Es wurde so spät gegessen, da in der Nacht zuvor eben lange Silvester gefeiert wurde. Und die Eltern haben nicht mitbekommen, dass sie sich mit ihrem Freund verabredet hat. Sie fahren dann zu ihrem Freund nach Bergen an der Dumme. Gegen 17:30 Uhr versucht Katrin dann irgendeine Mitfahrgelegenheit zu finden, um wieder nach Hause zu kommen. Denn mittlerweile hat es ja draußen geregnet und daraus entwickelte sich Blitzeis. Und einer ihrer Schwestern schickt sie dann die SMS, dass sie zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr nach Hause kommt. Bis 18:45 Uhr versucht sie immer noch jemanden zu finden, bei dem sie mitfahren kann. Dann verlässt sie die Wohnung ihres Freundes, der sie nicht fahren kann. Gegen 18:50 Uhr sehen sie Bekannte. Christian und Tanja, eben als sie aus der Pizzeria kommen. Als ihre älteste Schwester Jacqueline ihr um 19:30 Uhr eine SMS schicken will, wird diese nicht mehr zugestellt, da das Handy von Katrin ausgeschaltet ist. Gegen 20 Uhr, 20:30 Uhr wird Katrins Vater unruhig und sucht sie in ihrem Zimmer und findet dort die Nummer von Joachim, ihrem Freund. Ob das jetzt der richtige Name ist, ist unklar, aber er wird in den meisten Quellen wieder Joachim genannt. Um 21 Uhr oder 22 Uhr ruft er ihn an. Zu diesem Zeitpunkt geht der Vater davon aus, dass Joachim nur ein Kumpel von Katrin ist. Dann fährt Tilo, der Freund einer der Schwestern, zusammen mit ihnen los, um Katrin zu suchen. Aber Katrin wird nicht gefunden. Nachdem die Suche erfolglos war, erstattete die Familie dann Vermisstenanzeigen. Die Polizei graste dann unerfolgt Wälder und Wiesen mit Spezialgeräten ab. Und auch die Vernehmung von mehreren jungen Männern brachte nichts. So, das sind erstmal die Punkte zu den Geschehnissen an diesem Abend. Der Vater von Katrin hat als Wachmann wohl beim Grenzschutz gearbeitet und sie hatten 1994 ihre Heimatstadt Magdeburg verlassen, damit ihre Kinder in einer gedeihlichen Atmosphäre aufwachsen. Das Leben auf dem Land, in dem dünn besiedelten Landkreis Lichtenberg, schien ihnen weniger gefahrenvoll als in der Großstadt. Die Eltern haben wohl insgesamt 6 Kinder, wenn ich das einer Quelle hier richtig entnommen habe. Es sind 4 Töchter und von denen ist Katrin die jüngste. In einem Artikel heißt es, dass Katrin am Abend des Neujahrstages zuletzt in Bern an der Dumme, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, gesehen wurde. Und dort hatte sie Stunden mit einem doppelt so alten Freund verbracht. Offenbar nur eine platonische Liebe, so sagte es da Kommissar Emmel in dem Artikel. Der 30 Jahre alte Fernfahrer ist Mitglied in dem Motorradclub Nordmänner und die Polizei hat dort alles auf den Kopf gestellt. Aber man hat keinen einzigen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun hat. Dass das eine platonische Liebe oder Beziehung war, glaube ich eher weniger. Ins Visier der Ermittler geriet dann auch der Chef einer Sekte in Bergen, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu mehrjähriger Haft verurteilt wurde. Auch diese Spur verlief im Sande. Aber damit werden wir uns auch in einer der nächsten Videos beschäftigen. Es hieß auch, dass Kathi, also Katrin, immer ihren eigenen Kopf hatte. Und sie hat die Eltern wohl oft in Grund und Boden diskutiert, weil sie die Wahrheit wissen wollte. Sie wollte Polizistin werden, erzählte die Mutter.
Also nach Ermittlungsstand schließt die Polizei den doppelt so alten Freund wohl als Täter aus, weil man ihn hoch und quer überprüft hat. So wurde es auf jeden Fall gesagt. Also ich denke mal auch, dass man den komplett auseinandergenommen hat. Und selbst den Vermieter von der Familie Konert hat man ins Visier genommen. Der Mann wisse ja nie und der Mann habe Gelegenheit gehabt, Leichen verschwinden zu lassen. Aber auch das ohne Erfolg. Im Laufe der Zeit hieß es dann, Katrin Konert verkaufe Touristenandenken an den Niagara-Fällen. Ein anderes Mal arbeitete sie als Animateurin in der Türkei. Der Kommissar Rusche ist allem nachgegangen und eine Zeugin wollte ja gesehen haben, das Mädchen habe sich in ein BMW-Fenster gebeugt. Das war dort an der Bushaltestelle. Und dieser BMW tauchte dann am Flughafen Charles de Gaulle in Paris auf. Und auch dahin hat der Ermittler Rusche dann jemand geschickt, der das Auto überprüfen sollte. Aber auch das ergab nichts. Fünf Theorien sind im Laufe der Zeit diskutiert worden. Sie ist bei einem Bekannten ins Auto gestiegen. Sie ist bei einem Fremden ins Auto gestiegen. Eine Sekte hat etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Das Rotlichtmilieu spielt eine Rolle. Sie ist einem Serientäter zum Opfer gefallen. Auch da gab es dann Vermutungen, Ermittlungen und auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen in dem Fall. Also wie schon gesagt, der ist sehr, sehr komplex. Der Kommissar Rusche glaubt, dass Katrin Konert damals noch von irgendjemandem im Auto mitgenommen wurde. Von einem Mann und wahrscheinlich von einem, der in den Akten steht. Er meint, es gab irgendeine Art von Annäherung. Katrin, die Quirlige, die Burschikose, hat sich gewehrt und dann ist etwas passiert. Affekt, Zufall. Man weiß es nicht. Man könnte nur spekulieren. Ja, und das ist auch der Punkt, an den ich einfach denke. Es gibt eine Person, die sie dann doch noch mitgenommen hat. Und vermutlich war es eine Person, die sie kannte. Und der vielleicht seine Chance sah, dann etwas, ja, wie soll man es ausdrücken, sich Katrin anzunähern. Und das Ganze ist dann ausgeartet. So stelle ich mir das vor, so wie es eben in vielen solchen Situationen passiert. Und ich wiederhole noch einmal, für mich gibt es da im Prinzip eine Person, die da im Fokus steht. Ja, und dann gab es noch diese mysteriöse Nachricht, die mit Kreide an die Holzlatten dieser Bushaltestelle geschrieben wurde. Dort stand dann, Katrin Konert wurde von Busse und Jägern missbraucht. Das hat irgendein Unbekannter an diese Bushaltestelle gekritzelt, an der Katrin Konert am Neujahrstag 2001 zuletzt lebend gesehen wurde. Also ich glaube nicht, dass dieses Gekritzelte dort an der Bushaltestelle zum Auflösen des Falls führen würde. Aber die Ermittler müssen dieser Spur natürlich auch nachgehen. Zumindest, um das dann ausschließen zu können. Und dann gab es noch einen interessanten Punkt, den werde ich aber noch mal ein bisschen genauer recherchieren müssen. Den habe ich mittlerweile in zwei Artikeln gefunden. Und zwar, anfangs soll es nicht einmal klar gewesen sein, ob es wirklich ein Vermisstenfall. Einmal heißt es, dass es am 23. September 2000 in der Familie Konert Ärger gegeben haben sollte, weil Katrin geraucht hatte. Und der Vater hätte geschimpft und Katrin wollte weglaufen. In einem anderen Artikel heißt es, dass eben Katrin Ärger hatte, auch an diesem Neujahrsmorgen mit der Familie oder mit den Eltern zerstritten war, eben wegen des Rauchens. Und ja, das Ganze muss ich nochmal ein bisschen genauer recherchieren. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Unmenge von Podcasts, Dokumentationen, Artikeln und so weiter noch durchzukämmen. Von daher bleibt es jetzt erst einmal bei diesen Basisinformationen in dem Fall. Zu den weiteren Punkten komme ich in den Folgevideos. Kleiner Hinweis noch, es gibt wohl wenig Greifbares in dem Fall. Es gibt viele Mutmaßungen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, werde ich die dann auch nochmal in den Videos aufführen. Aber diese Mutmaßung natürlich auch ganz klar als Mutmaßung kennzeichnen. Ich denke, es ist wichtig, dass der Fall von Katrin Konert doch mal wieder präsenter gemacht wird. Ich glaube, auf Join gibt es jetzt auch wieder eine neue Doku
zu dem vermissten Fall von Katrin. Ich werde mal gucken, ob ich mir das überhaupt hier anschauen kann in Thailand mit einer VPN oder ob es da wieder Probleme gibt. Aber schaut es euch ruhig an. Ich denke mir mal, da wird es auch wieder einige interessante Punkte geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst einmal fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.